say you've seen better days, sweetheart, but I doubt that's true. Ein Dach. Ja, da ich mich halt hier jetzt nicht bewegen kann, ist okay. Verstehe ich. Oh, Alter. Ja, wegen meinem Seelensauger kann ich nichts mehr machen. Diesen Spaß. Für die ganze Familie. Was freue ich mir? Zilla wants this thing. Enra wants this thing. This sword is apparently the hotness. I was into the sword before it was cool. You should move to Portland and start a band. So, gleich hier mal ein bisschen heilen. Vielleicht hier nochmal durch. Bisschen heilen. Ups. Mist, ich bin hier sowas von in der Ecke. Mist, war nicht richtig nachgeladen hier. Komm hier nicht weg. Okay. Ja, ne? Zwei Dämonen auf einmal. Das kann schon ein bisschen ätzend werden. Ach, Moment, es ist ein bisschen ätzend. Geht mir nicht um den Keks hier. Was hat man hier jetzt? Achso, er wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das war's mit dem Schädel. Hallo, du solltest dich heilen. Mann, Mann, Mann hier. Mach doch mal, was ich von dir verlange. Ambrus ist und bleibt Kacke. Damit kann ich mich irgendwie nicht anfreunden. Na jetzt, ne? Da hat jetzt anscheinend nur so ein bisschen Kleinkram gefehlt. Ist ja auch ganz toll. Bei allen beiden. Da habe ich jetzt nicht viel drauf gefeuert und plötzlich tot. Oder auch Zeit. Die Schrotmoni und die Köpfe, wie ich da drauf geballert habe. Gut, ist echt Zeit. So, ihr Flattermänner. Ausgeflattert. Shooting demons is like shooting people, but without all the pesky moral dilemmas. Und die Herzen funktionieren, verstehe ich bis jetzt noch nicht. Aber naja. Oh, guck mal, hier hätten wir auch noch ein Medikit. Da haben wir einen Knopf. What's this sword doing on a tanker anyway? It's not actually a tanker. It's a deep sea excavation unit. That explains everything. This ship retrieves things from the ocean floor. The sword was on the bottom of the sea. Oh, he is very bright when you give him a chance. Okay, zurück soll ich jedenfalls nicht. Was auch immer jetzt da genau passiert ist, dass ich da nicht zurückkomme.
Ach, jetzt blinkt da was. Habe ich eben nicht gesehen. Wie so oft. Level abgeschlossen. Yay! Dann mal weiter im Text. Können wir das schaffen? Nee. Nee. Aber wir geben unser Bestes. Kapitel 10. Wir sollten bei dem Plan bleiben, den wir haben. Sollten wir? What are these things? They're swarming all over the place. Keep your distance if you can. They're simple but persistent. And they're here for the sword, just like us. But where do they come from, darling? Did you ask Zilla that? We follow orders. We don't ask questions. So why start now? Dann, dann, da. Da sagen sie jetzt auch nichts mehr zu. So. Gibt's hier denn irgendwie so ein paar tolle Schätze oder sowas? Wir können auch sowieso nochmal gucken, wir haben jetzt wieder ein paar Punkte hier zum Verteilen. Komm, nehmen wir sowas. Seelenfresser hier, komm. Muss ich auch nichts weiter für drücken, ne? Ist halt alles passiv, nehme ich immer gerne. So, Waffen. Was könnten wir denn hier nehmen? Maschinenpistole, Revolver hätten, ja gut, das ist halt nur alternativer Schussmodus, ne? Naja. Armbrust, ja, nee. Napalm. Mit Napalm statt einfachem Benzin wird ein Flammenwerfer zur fürchterlichen Waffe. Erhöht den Schaden und die Panikwahrscheinlichkeit um 20%. Klingt gut. Und Granatenwerfer, okay. Und fahren wir erstmal auf Napalm. Da können wir den auch effektiv nutzen. Bisher habe ich vom Flammenwerfer noch nicht so die Begeisterung erfahren. Ich habe noch den Stein. Oder die Steine. Die wir so ein bisschen vergeben können. Hier kann ich noch was. Schnellere Heilung. Klingt gut. So. Drachenschuppen blockiert. 40% des frontalen Nahkampfschaden. Ja, komm. Einfach mal machen. So. Oh, guck mal, was Süßes. We left you a little care package, darling. Grab it and let's start rigging it up. Are we infiltrating the ship or demolishing it? Both. It's full of evidence. Master Zilla is deeply allergic to evidence. I don't see any demons dusting for fingerprints. Orders are orders, Mr. Wang. Fair enough, but let's hold off blowing anything up until we get that sword. Ah, there's the brilliant tactical thinking you're known for. I knew it would come out eventually. Fuck off. Ja, die sind ja nett. Okay, jetzt haben wir C4 aufgenommen, ja? Kann ich aber gar nicht auswählen, okay? Oder nicht irgendwas, was ich hier so taktisch irgendwie legen könnte. Gut, ist wäre auch ein bisschen doof. Taktisches C4 legen, naja. Gut, dann gehen wir mal irgendwo hin, wo ich hin muss. Wie zum Beispiel hier runter. How do I board this thing? Hätte ich ja vorhin einfach rüberspringen können, aber ja. Turn this off before I get screwed. Oh boy. Tja, da hat er richtig nachgedacht, der Junge. Mist, das war wieder unintelligent. Da dachte ich mir so, oh, es leuchtet. Okay. Da fliegen gleich die ganzen Dinger weg. Ist das schön. Dachte ich, hätte es getroffen. Das sind viel zu viele von diesen komischen Kugeln hier. Alle entschärfen. Dann laufe ich da noch irgendwie rein. So. Ich war. Alter, das Ding ist da. Gut, ja, gut. Bisschen Toleranzschaden ist okay, ne? Aber eigentlich denke ich mir so, ja, ich stehe so Kilometer weit weg.
Guten Tag. Wow. Na gut, es hat funktioniert. Okay. Nehmen wir den Muni mit. Oh, was? Ach, da hinten. Guten Tag. Oh, es sind zwei. Oh, wie ist das schön. Oh, was freue ich mich. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Aua. Aua. Aua, 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 aua. Oh ja, die Heilung ist jetzt doch schon wesentlich schneller. Bin hier, Penner. Ups. Das tut mir aber leid. Oh, Alter. Heilen, erstmal heilen, erstmal heilen, erstmal heilen. Ja, Mist. Lauf! Jetzt kommen wir nicht mit. Hey, der hat mich festgehalten, du. Ist wohl unfair und so. Ups. Guck, guck. Eines weg. Hat auch einen netten Helm gedroppt. Helm. Kopf nennt er sich auf Deutsch. So. Gleich den Kopf hier zum Nachladen. Und dann hier Spaß mit dem Rest von Schützenfest. Guten Tag. Bleiben Sie gleich mal hier. Machen wir eine Sammelbestellung für Dämonenkörperteile. Von jedem etwas. Muss ich gar nicht erst hier irgendwie aufsteigen. Level up gibt's nicht. Haben wir's? Haben wir's vielleicht. Benutzt die Landungsbrücke, um in den Tanker zu kommen. Reinspringen wäre auch einfach zu einfach gewesen, ne? Oh, da hätte ich auch drauf schießen können. Das sieht man leider immer erst zu spät. Ja, wo soll ich denn jetzt da genau lang? Ich hab's kaputt gemacht. Also halt, ne, über diese Brücke ist klar. Weil da komme ich ja so nicht hin. Leitern kann er auch irgendwie so gar nicht klettern. Hier kann ich nicht reinspringen. Wo blinkt denn hier irgendwas, wo ich wieder so sagen soll, das habe ich aber nicht gesehen. Wo ist hier ein Schalter oder so? Hm. Hinten komme ich ja irgendwo her. Wo genau, weiß ich auch nicht mehr. Wahrscheinlich auch jetzt einfach zu oder weggesprengt den Container oder keine Ahnung. Über diese Brücke soll ich nicht dahin? Doch, soll ich. Okay. Naja, nee, das ist jetzt einfach. Ich hätte wirklich gedacht über das Ding irgendwie. Aber nö. Okay. Finde die Flüsterin. Ja, das ist eine gute Idee. Dann machen wir es mal. We're just below the top deck. The ship is in lockdown, but we're hacking into a control room. Wang, are you in? Nee. I can't tell. Funny. How do I get to you? You can't reach us from where you are. Just break this part of the ship and we'll meet you in the cargo hold. Copy that. Ein paar Glückskeks. Die Vorhersage zeigt Tod. Genau. Ich sehe sehr viel Tod. Dein Pech, schätze ich. Okay. Ist ja nett.